Vor etwa 2000 Jahren trat mit Jesus ein Prophet in Israel auf, der verkündete: Das Reich Gottes ist nahe und in ihm sind alle Menschen gleich. Nicht nur Männer, auch viele Frauen folgten ihm. Sie unterstützten die revolutionäre Bewegung und bauten schließlich die christliche Kirche mit auf. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. In einer patriarchal geprägten Zeit stellt sich Jesus vor eine Ehebrecherin und rettet ihr Leben. Die Geschichten der Evangelien sind keine historischen Tatsachenberichte, eher theologische Erzählungen mit hohem Symbolgehalt. Und sie vermitteln eine grundlegende Haltung Jesu gegenüber Frauen.